Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Wir haben uns eine alte Top 5 Liste genommen und uns gedacht, es ist Zeit für ein Update. Die Liste ist das letzte Mal im Jahr 2015 erschienen, also eine gute Zeit dazwischen. Es handelt sich um unsere Lieblings-Drafting-Spiele. Vorneweg, Frage an den Meister Markus. Was sind Drafting-Spiele? Drafting ist ja bei Boardgame Geek, habe ich gesehen, aus irgendeinem Grund bei zwei Mechanismen aufgeführt. Das heißt, es gibt sowohl Drafting als auch Card Drafting. Warum auch immer. Weil es wahrscheinlich Würfeldrafting gibt, aber beim Würfeldrafting sind auch Kartendraftspiele dabei. Prinzipiell geht es darum, ich habe einen Pool an meistens Karten. Ich suche mir aus diesem Pool ein oder mehrere Karten aus, meistens eine, und gebe diese, die restlichen Karten, an meinen Sitznachbarn weiter und erhalte von einem anderen Sitznachbarn, meistens von einem anderen Spieler, ebenfalls dessen ehemaligen Pool. Und so werden sozusagen in der Regel Karten möglichst fair gleichmäßig verteilt. Und das kann entweder das gesamte Spiel sein oder ein Mechanismus sein, um sozusagen zu Beginn des Spiels beispielsweise Karten eben gleichmäßig bzw. strategisch zu verteilen und es nicht einfach zufällig zu machen, indem hier einfach jeder Spieler 7 Karten zieht. Genau, aber das geht natürlich auch noch mit anderen Dingen als mit Karten. Also es gibt auch Tile-Drafting. Auf meinem Platz 5 ist Bunny Kingdom. Bei Bunny Kingdom gibt es einen großen Draft-Mechanismus. Es gibt fast 200 Karten und diese Karten enthalten entweder Aktionskarten, Siegbedingungen oder Ressourcen-Gebäudekarten. Aber über die Hälfte der Karten enthalten einen Ort. Und man spielt gleichzeitig auf einem 10-10-Feld, auf einem Königreich. Und wenn ich so eine Ortskarte spiele, die dann sozusagen wie auf so einem Schachbrett benannt ist, zum Beispiel so G6, dann darf ich einen Hasen von meinem Hasenvolk, Bunny Kingdom, auf dieses Feld stellen. Und nach jeder Draftrunde gibt es eine Punktwertung und da zählen dann sozusagen zusammenhängende Gebiete, die ich sozusagen bevölkert habe, entsprechend der Punkte, je nach Größe bzw. nach Ressourcenzahl, die ich sozusagen an den Orten erwirtschaften kann. Und das Tolle an dem Spiel ist wirklich, dass es ein sehr großes Draft-Deck ist, finde ich, und dass man wirklich eigentlich die meisten Karten immer möchte. In vielen Draft-Spielen ist es so, dass man gleich die Hälfte der Karten sagt, die passen gerade eh nicht zu mir. Und hier ist es wirklich so, boah, ich habe lauter gute Entscheidungsmöglichkeiten und ich möchte Siegpunktkarten fürs Ende des Spiels, also Siegbedingungskarten. Ich möchte auch Ressourcen und Gebäude, aber ich brauche natürlich auch diese Ortskarten, weil sonst kann ich mich überhaupt nicht auf dieser Karte verbreiten. Und was auch ganz entscheidend ist, bei vielen Draft-Spielen, wenn ich Karten weitergebe, sage ich so, na gut, dann kriegt halt die der Max. Okay, oder Kathi kriegt die. Aber da muss ich überlegen, oh je, wenn ich jetzt die Ortskarte weitergebe und die kommt zu mir nicht mehr zurück, dann weiß ich hundertprozentig, dieser Ort ist besetzt. Und ich kann da nicht mehr hin. Das heißt, ich muss wahnsinnig strategisch auch planen, welche Karten ich wirklich nehme. Und das gefällt mir im Spiel einfach sehr, sehr gut. Ich hätte jetzt erwartet, dass er sagt, und das Tolle an dem Spiel, das sind natürlich die Hasen. Das Wichtigste hat er wieder vergessen. Das ist auch dein Platz 5. Nein. Also okay. Entschuldigung, die Hasen. Ich hab's nicht auf meiner Liste, Spoiler, aber das Beste an Bunny Kingdom sind die Hasen. So. Okay. Auf meinem Platz 5 ist einer meiner All-Time-Favorites unter den Drafting-Spielen. Es ist Sushi Go. Man draftet Sushi, es ist wirklich nur Card-Drafting, sonst eigentlich nichts. Es gibt Sushi Go Party, habe ich jetzt ausgewählt. Das ist einfach, weil es mit bis zu 12 Personen spielbar ist. Welches Drafting-Spiel kann man schon mit so vielen Leuten spielen? Welches will man mit so vielen Leuten spielen? Man kann es mit jedem spielen, also auch mit Leuten, die noch nie irgendwas gespielt haben, kannst du es auspacken und die verstehen das und haben damit Spaß. Und deswegen ist es, finde ich, verdient auf meinem Platz 5. Und zusätzlich Sushi Go Party gibt einfach die Möglichkeit, viele verschiedene Spielszenarien zu spielen. Also es gibt keinen Grund, Sushi Go sich mehr zu kaufen. Sushi Go ist in Sushi Go Party enthalten, plus gefühlt nochmal die dreifache Menge an Karten. Auf meinem Platz 5 befindet sich das Spiel Best Treehouse Ever, bei dem ihr Karten draftet, um euer Baumhaus weiter aufzubauen, weiter in die Höhe zu bauen. Es gibt da so ein paar zusätzliche Mechanismen, die ich ganz interessant finde. Und zwar müsst ihr versuchen, in diesem Baumhaus die Balance zu halten, ansonsten kippt es. Das heißt, ihr seid dahingehend beschränkt, was ihr nehmen könnt. Und das steuert sehr stark eure Strategie. Also das steuert dann auch sehr stark, ihr baut unterschiedliche Räume und die haben dann unterschiedliche Ausrichtungen, Wissenschaft oder andere Bereiche. Und darüber generiert ihr dann zum Schluss Siegpunkte. Und sozusagen ihr seid dahingehend
habt ihr zwei Restriktionen. Ihr müsst euer Baumhaus in Gleichgewicht halten und ihr müsst schauen, dass möglichst viele zusammenhängende Raumtypen nebeneinander sind. Und das macht das Spiel, das macht das Drafting sehr interessant, weil ihr die ganze Zeit überlegen müsst, okay, aber was sind die nächsten zwei, drei Schritte, wo möchte ich hin, was gebe ich jetzt auf was Bestimmtes auf, um dann auf was anderes zu gehen. Und was mir bei, das gibt es auch auf Deutsch natürlich, da heißt es das allerbeste Allerbeste Baum. Baumhaus. Das Und was mir, allerbeste Baumhaus. genau, und was mir da an dem Spielbuch gefällt, sind auch, ist auch das Design und die Räume, die sind witzig. Klar, es sind Räume dabei, die jetzt in einem normalen Baumhaus vielleicht nicht wären, aber das finde ich auch ein bisschen der Gag an dem Spiel. Ist ja auch das Beste. Das Allerbeste. Auf meinem Platz 4 ist das Spiel, wo ich gespannt bin, wo die anderen beiden Herrschaften es haben, weil auf unserer letzten Liste war es tatsächlich bei uns allen dreien auf Platz 1. Also muss man sagen, auf Platz 4 ist es ein bisschen abgerauscht, finde ich, hat aber immer noch einen Platz auf der Liste verdient, zumindest aus meiner Sicht. Es ist Among the Stars. Es ist auch relativ einfaches Draften, nur dass wir eben Räume eines Raumschiffs draften und die eben auch strategisch auslegen müssen. Also es hat auch so ein bisschen ein Puzzle-Element. Es gibt noch Energiemarker, dass du schauen musst, dass bestimmte Räume versorgt sind. Und du musst halt auch strategisch gucken, welche Räume nehme ich jetzt, damit die anderen nicht die Punkte kriegen und so weiter. Und ich finde auch hier wieder, ich habe es vorher schon gesagt, bei das allerbeste Haus, Baumhaus, auch das Design einfach schön und stimmig. Ja, das ist eine sehr gute Wahl. Auf meinem Platz 4 befindet sich allerdings Kathis Platz 5. Sushi Go Party, das war auch schon auf meiner letzten Liste mit drauf, damals noch auf Platz 2. Habt ihr alle die letzte Liste nochmal angeschaut? Natürlich. Gott, ich wüsste nicht mehr, was ich drauf hatte. Damals noch auf Platz 2. Es ist, wie Kathi schon gesagt hat, einfach ein sehr schönes, einfaches Drafting-Game für viele Spieler, das auch den Einstieg sehr erleichtert. Okay, ich halte mich mal am Platz 4 kurz. Ich habe gerade erfahren, dass ich es damals auf meinem Platz 1 hatte, scheinbar. Es ist Among the Stars. Among the Stars war für mich ursprünglich mal immer so der Vergleichswert zu Seven Wonders. Das waren so die beiden großen Draft-Spiele zu der Zeit damals für mich. Und Among the Stars hat halt einfach diese ja, räumliche Komponente, dass man sozusagen wirklich diese Raumstation in, ja, im Zweidimensionalen aufbauen kann. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Es erlebt sehr viele verschiedene Strategien. Der einzige kleine ja, Wermutstropfen ist, dass es für Rot-Grün-Blinde wie mich nicht ideal spielbar ist, weil ich glaube, es sind die gelben, die grünen und die orangen Räume oder sowas. Und die sehen für mich exakt gleich aus. Das heißt, meistens ist es logisch erschließbar, was es ist, weil die Farben haben ja sozusagen eine Zugehörigkeit zu einer gewissen Kategorie, also wie Waffensysteme oder Wissenschaft, aber nicht immer. Und das ist halt manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man jemanden fragen muss: Hey, ist das grün? Ist das. Ja. Auf meinem Platz 3 befindet sich Among the Stars, also muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. So leicht machst du es dir jetzt. Okay. Wow, nicht mit Begründung, warum. Es ist immer noch ein großartiges Spiel. Okay, gut. Auf meinem Platz 3 ist ein Spiel, was ich definitiv nicht auf der letzten Liste hatte, weil es damals noch nicht erschienen war. Und zwar ist es Carnival of Monsters. Das ist ein Spiel, was alles ein Draftspiel, bei dem es darum geht, dass man ja so Monster und andere Fantasy-Wesen einfängt zur Ausstellung sozusagen. Es hat so ein bisschen was von, wie heißt diese Harry Potter Spin-off, fabelhafte Tierwesen-Geschichte. Also so ein bisschen erinnert es daran. Und das Tolle an dem Spiel ist, dass man auch wieder ein großes Deck hat an Karten, wo die unterschiedlichsten ja, Kartentypen drin sind, wie eben die Monster, die man versuchen muss zu bekommen, Landschaftskarten, beziehungsweise dann Siegbedingungskarten und ähnliches, also Aktionskarten. Und was das wirklich Interessante bei dem Spiel ist, wenn ich eine Karte drafte, dann kann ich sie entweder direkt sozusagen werten oder spielen, oder ich lasse sie verdeckt liegen. Lasse ich sie verdeckt liegen, muss ich allerdings dafür eine Währung zahlen. Das kann jetzt mehrere Gründe haben. Entweder ich möchte meinen Mitspielern nicht verraten, was für eine Karte ich gerade geholt habe, oder es hat noch keinen Effekt, oder ich kann sie noch gar nicht spielen, weil die Karten gleichzeitig so eine Art, ja, Ressourcenkosten haben. Das heißt, es kann gut sein, dass ich in Runde 1 eine ganz tolle Karte drafte, die aber hoffentlich später noch bezahlen kann und sie mir sozusagen mal zurückhalte mit Minimalkosten und in der Hoffnung, ja, vielleicht kommen sie später noch ins Spiel. Und das fügt so ein taktisches Element dazu, was es ganz selten in Draft-Spielen gibt, finde ich, nämlich dass sozusagen man nicht
logisch, dass du über die Draftrunden wegplanen musst, das muss man öfter, aber dass man sozusagen in einer Draftrunde Karten für eine spätere Draftrunde wirklich sich holt. Nicht für die Wertungsrunde, sondern für die Draftrunde. Und das gefällt mir sehr gut bei dem Spiel. Plus das Thema. Ich kann mich auf meinem Platz 3 auch sehr kurz halten, denn es ist das allerbeste Baumhaus, das Max auch schon auf seiner Liste hatte. Genau, es geht eben darum, dass wir ein Baumhaus bauen und verschiedene Räume draften, die sehr witzig sind, finde ich, und auch schön gestaltet. Und es ist auch hier einfach wieder schnell erklärt, einsteigerfreundlich und macht thematisch auch einfach voll viel Sinn. Auf meinem Platz 2 kommt jetzt das erste meiner Spiele, wo der Draft-Mechanismus definitiv nicht der Hauptmechanismus des Spiels ist, aber meines Erachtens ein sehr entscheidender Mechanismus. Und zwar ist es Blood Rage. In Blood Rage geht es ja um dieses Wikinger-Thema und ist ein großes, große Area-Control-Spiel, bei dem man sozusagen versucht, ruhmreich in Schlachten zu sein oder nach Valhalla einzuziehen. Und zu Beginn jeder Runde draftet man Karten, und zwar Aktionskarten, die einem zum Beispiel erlauben, neue Einheiten aufs Feld zu bringen oder in Kämpfen möglichst stark zu sein. Und tatsächlich, auch wenn man, wenn es zeitlich gesehen, von der Spieldauer her, der Draft-Mechanismus definitiv nur ein kleiner Teil des Spiels ist, entscheidet sich wahnsinnig viel von der Strategie, die ich anschließend fahre mit meinen Aktionspunkten über diese Draftkarten, die ich bekomme. Und deswegen würde ich es durchaus als einen bedeutsamen Mechanismus in diesem großen Spiel sehen. Und es ist ein Mechanismus, der mir wahnsinnig gut gefällt, weil es einfach bedeutet, ich muss mir zu Beginn schon überlegen, in welche Richtung möchte ich in dieser Runde, in diesem Zeitalter gehen. Möchte ich mehr besondere Einheiten aufs Brett bringen, eine riesige Seeschlange oder was weiß ich? Oder möchte ich jetzt versuchen, einfach möglichst stark im Kampf zu sein? Oder gehe ich auf ganz andere Siegstrategien, dass ich neue Siegbedingungen oder Siegpunktwertungen rausbekomme? Ich bin ein großer Blood Rage-Fan. Sehr großer, ich mag das Spiel sehr, aber bei mir wäre es gar nicht auf der Agenda gewesen, weil es eben nur ein kleiner Teil ist, das Draften aus meiner Sicht. Aber ist ein super Spiel. Du liegst halt falsch, aber es ist ein super Spiel. Das sage ich nicht, es hat einen Draft-Mechanismus, halt nur ein kleiner Teil davon. Auf meinem Platz 2 ist aber auch das Spiel, wo das Draften am weitesten ausgelegt ist. Du hast dich auch weit aus dem Fenster gelehnt, dann auf der Hürde. Soweit auch nicht. Es ist mein Traumhaus. Warum sage ich, es ist weit aus dem Fenster gelehnt oder weiter zumindest als die anderen? Weil es im Endeffekt ein offener Draft ist. Also es liegen zwei Reihen von Karten aus. In der einen Reihe liegen Spezialkarten und in der anderen Reihe liegen Raumkarten. Und ich muss halt versuchen, ich habe ein Haus vor mir, also ein Tableau, wo ein Haus abgedruckt ist, und muss halt Räume und diese Spezialfertigkeiten mir aussuchen, um sozusagen möglichst viele Punkte eben am Ende des Spiels zu bekommen. Und es funktioniert halt so, dass reihum beginnt mit dem Startspieler, jeder Spieler eine Spalte auswählt. Also dass er sozusagen, er wählt aus eine Spalte, also er hat dann eine Spezialkarte und die drunter liegende Raumkarte. Ja, und es geht dann eben reihum. Es ist insofern dann halt was Besonderes, weil es halt oft mal auslegt, die Information. Also es ist nicht verdeckt, sondern alle anderen Spieler sehen halt, was noch auslegt. Und sehen natürlich auch, was du nimmst, wenn sie es gerade dran sind, das zu nehmen. Also es ist nicht verdeckt, sondern haben halt die Info, was du genommen hast. Aber ich finde es trotzdem spannend und es ist definitiv ein Draft. Und ich mag das Thema total gerne. Auf meinem Platz 2 kommt jetzt das Spiel, bei dem so ein bisschen die Frage ist, inwiefern ist es Drafting? Es hat zwei Draft-Elemente, einen für Ressourcen und einen für die Handkarten zu Beginn des Spiels. Es war auf meiner Liste von vor 5 Jahren war es auch schon drauf. Es handelt sich dabei um Seasons. Das ist super Drafting, wo ist denn da die Frage? Naja, weil der Drafting-Mechanismus bloß am Anfang des Spiels stattfindet. Ja, und der entscheidet das gesamte Spiel. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Du hast noch sehr viele Optionen innerhalb des Spiels, zusätzlich an Karten zu kommen, Ressourcen zu generieren. So, aber auf jeden Fall, das ist ein großartiges Spiel. Großartiges Design, gute, zusammenpassende Mechanismen. Zu Beginn des Spiels draftet ihr eure Handkarten. Damit bestimmt ihr so ein bisschen, wie ihr im Laufe des Spiels Siegpunkte generieren werdet. Und in jeder Runde gibt es einen Spieler, der würfelt die Würfel, auf denen die Ressourcen dann abgebildet sind. Und jeder Spieler nimmt nacheinander in fester Reihenfolge einen von diesen Würfeln heraus, durch den er dann auch festlegt, welche zusätzlichen Ressourcen ihm in dieser Runde zur Verfügung stehen. Auf meinem Platz 1 ist tatsächlich ein Tile-Drafting-Spiel. Es ist zwischen zwei Schlössern. Es war auch noch nicht auf
letzten Liste, weil es da noch nicht gab. Es ist eine Mischung aus zwischen zwei Städten und Castles of Madkin und Ludwig heißt es auf Englisch. Und es geht eben darum, dass wir eben die Räume von dem Schloss draften. Das ist jetzt das dritte Spiel auf meiner Liste, wo wir Räume draften. Fällt mir gerade auf. Gefällt mir einfach thematisch. Genau, und diesmal bauen wir Schlösser, aber wir bauen das Besondere ist, dass wir zwei Schlösser bauen. Also einen mit unserem rechten Nachbarn und einen mit unserem linken Nachbarn. Und das macht natürlich den Draft super interessant, weil ich, klar, ich gebe die Räume weiter an meinen linken Nachbarn und ich muss jetzt aber auch überlegen, bringt das ist es gut für mich, dass der den Raum kriegt? Baut er das in mein Schloss? Oder wenn ich dem den Raum gebe, gibt er das in das andere Schloss, wo ich gar nicht dran partizipiere? Also das macht das Draften nochmal viel interessanter. Ich glaube, das ist das vierte Spiel mit den Räumen schon, oder? Dort ist nur, glaube ich, Sushi Party. Es ist das vierte Spiel mit den Räumen. Räume Rules. Räume Rules. Yes. Auf meinem Platz 1 befindet sich auch ein Tile-Drafting-Game, und zwar Cottage Garden, bei dem ihr euren eigenen Garten anlegt. Zu Beginn, also oder nicht zu Beginn, sondern jeder Spieler nimmt nacheinander von einer offenen Auslage ein Teilchen und baut es in seinen eigenen Garten ein. Und dann gibt es noch zusätzliche Regeln, welche Teilchen man von dieser offenen Auslage nehmen kann, wenn man dran ist, was zu sehr interessanten strategischen Überlegungen führt, und man versucht möglichst häufig seinen Garten abzuschließen, um darüber Siegpunkte zu erzielen. Das ist ein thematisch sehr schönes Spiel, also zumindest die grafische Umsetzung ist sehr gut gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass... Du legst deine Gärten nicht Tetris-mäßig an? Normalerweise nicht, aber es ist insgesamt stimmig und es ist ein spaßiges Spiel. Und füllst die leeren kargen Stellen mit Katzen auf. Die passen super in jeden Garten. Ich wollte gerade sagen, Markus vergisst vorher die Hasen, Max vergisst jetzt die Katzen. Was ist los mit euch? Okay, ich gehe zu meinem Platz 1. Vielleicht kommt man schon vermuten, nachdem ich so vehement gerade Seasons Direct bei dir verteidigt habe. Das ist mein Platz 1. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass dieser Würfelmechanismus auch noch als Drafting zählt. Wie gesagt, für mich ist es kein richtiges Draften, auch wenn man es theoretisch nicht als Draften auslegen kann. Aber eigentlich genau dasselbe wie bei Blood Rage, nur noch viel, viel stärker. Ich habe zu Beginn des Spiels 9 Handkarten, oder ich bekomme 9 Handkarten, und zwar beim Draft-Mechanismus. Und diese 9 Handkarten bestimmen mein komplettes Spiel. Ja, ich kann noch an weitere Karten kommen, aber erstens muss ich nicht. Und jede weitere Karte, die ich bekomme, ist mehr oder weniger ja zufällig. Das heißt, ich weiß nicht, wie meine Strategie passt, und ich will am Ende keine überschüssigen Karten haben. Das heißt, meine Hauptstrategie muss mit diesen 9 Karten funktionieren, und es hängt wahnsinnig viel davon ab. Das heißt, der Draft ist meines Erachtens allbestimmend. Danach, klar, kann sich immer noch ein bisschen was tun, welchen Würfel bekomme ich, welche Ressourcen bekomme ich, wann werte ich was in Energie um und so weiter und so fort. Klar, aber wenn ich vernünftig gedraftet habe, kann es nachher eigentlich gar nicht mehr so schlimm laufen, dass die Strategie gar nicht aufgeht. Und umgekehrt, wenn ich einfach chaotisch drafte, dann habe ich keine Chance mehr, das rauszureißen. Das gesamte Spiel hängt an diesem einen Draft am Anfang. Das ist ein wirklich super Spiel. Es ist thematisch wunderschön gestaltet, meines Erachtens. Es hat echt super Artwork. Und es ist auch vom Mechanismus, von den restlichen Mechanismen, die dabei sind, auch wirklich sehr ansprechend. Und einfach dieses Zusammenspiel, diese Interaktion von den Karten ist gigantisch. Man muss wirklich überlegen, welche Karten nehme ich. Und dann habe ich eine Dreier-Kombi, die macht wahnsinnig viel. Also das gefällt mir wahnsinnig gut, dass die Karten in Kombi mehr machen, als sie sozusagen separat machen würden. Ich finde halt das große Problem, ich gebe euch recht, das Drafting ist super wichtig für das Spiel. Aber der große Kritikpunkt für mich an Seasons ist, ich habe am Anfang diesen Draft. Und wenn ich den verbocke, dann habe ich danach ein endlos langes Spiel, bei dem ich eigentlich keine Chance habe, weil ich nur Mist habe und alle anderen irgendwelche Kombis. Das ist ein Draft-Spiel. Ja. Deswegen ist es ein aber Draft-Spiel. Das Drafting ist zeitlich nur sehr begrenzt und hat aber so einen riesen Impact. Und wenn du es verbockt hast, hast du es verbockt und sitzt da und denkst dir eine Stunde lang, okay. Dann lernst du deinen Fehler fürs nächste Mal. Dann zahlst den Preis dafür und lernst. Ich sehe das nicht so extrem wie ihr beide, aber ist in Ordnung. So, das war es soweit von uns. Unsere Lieblings-Drafting-Spiele.
jetzt in der Reloaded-Fassung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Spiele habt, die unter allen Umständen auf so einer Liste stehen sollten, ne? Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.